Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play A Date in the Park. In der letzten Folge haben wir das getan, was wir in der vorigen Folge schon gemacht haben, in der Vorvorfolge. Haben, ein Moment, Sound. Da ist der Sound wieder. Die schönen zirpenden Zirpen und vögelnden Vögel, die wir da im Hintergrund hören. Haben ein Paket gekriegt. In diesem Paket war ein Liebesbrief, der an einem Ballon hing. Und dieser Ballon hat sich wegballonisiert und ist in einen Teich gelandet. Und den können wir, also den Umschlag an diesem Ballon, können wir leider nicht erreichen, weshalb wir irgendwas brauchen, mit dem wir das erreichen können. Und um dies zu finden, mussten wir uns natürlich ein wenig umsuchen und haben dann mal umschauen und haben dann mal in diesem in dieser Tasche rumgewühlt von diesem Gärtner, in diesem Rucksack, und dort haben wir einen Schlüssel gefunden und nun geht es diesen das passende Schlüsselloch für diesen von diesem Schlüssel zu finden. Und es bleibt, ich würde behaupten, es bleibt nur noch eine Tür übrig, nur leider werde ich die Kraft meines Amtes sicherlich nicht in den nächsten 8 Minuten finden, da das der einzige Ort war, mit dem ich mich da so ein bisschen abgequält habe, und vor allem auch der letzte, den wir erkundet haben, bevor man uns wieder zurückgeschickt hat. Ich habe keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich hier. Wahrscheinlich geh einfach mal irgendwo hin. Hier und dann rechts. Ich glaube, das könnte sogar richtig sein. Es ist hier irgendwo versteckt, oder? Wahrscheinlich muss ich ein Stück... Ja. Ich muss erst die Kamera ein bisschen bewegen. Und dann gehen wir dahin. Nein, das... Hä? Okay. Ich bin im Kreis gelaufen. Super. Das ist ja super. Dann gehen wir halt wieder hier lang und landen wahrscheinlich wieder... Ja, genau, an derselben Stelle. Super. It's a little bit scandalous. Geht's dann noch nach rechts? Nein, okay, ich muss die Karte benutzen. Judging by the... Ja, okay, das haben wir ja schon mal gelesen. Nur jetzt beim zweiten Durchgang habe ich die Karte noch nicht geöffnet. Hoch und rechts vielleicht. Aber hier... Mein Gott. Hier geht's doch gar nicht nach rechts. Nee. Hier geht's dann nur nach links. Na gut. La la la, ich gehe im Park spazieren, ganz allein, ganz allein. Runter, hoch, wohl eher hoch. Hier war ich doch aber auch schon 100 Mal. Geht's hier irgendwie nach rechts oder so? Ja, 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 ah ja, genau, hier wollte ich hin, genau. Was ist das hier? Ah ja, das ist ja das irgendwie, ja, das habe ich beim letzten Mal beispielsweise nicht angeklickt. Das heißt, man muss nicht unbedingt alles anklicken. Hier war ja dieses komische Fenster, wo er da irgendwie was gesehen hat, aber irgendwie auch nicht. Das öffnet sich ja nicht, genau, I don't think I'm going, ja, okay, er findet hier nichts Interessantes, aber hier wollte ich ja dann lang gehen. Hallo? Hier, genau. Und zwar wollte ich dahin. Da ist nämlich auch noch ein Haus. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht angeklickt, weil wir ja dann schon zurückgepfiffen wurden. Hätten wir aber dann wahrscheinlich auch im Nachhinein machen können, nachdem er uns das gesagt hat. Wir probieren einfach mal gleich direkt den Schlüssel aus. Und natürlich passt der. Und sie öffnet sich auch von selber. Sehr, sehr freundlich. Open! I wonder, ich frage mich, was drin ist. Der Mörder! Der Mörder ist drinne. Ja, es ist... Moment, sehen wir nicht, was da drin ist? Ja, es ist auf jeden Fall keine Spur von jemandem oder so. It's just, ja, hier, komm, hier Tische und, schmutzige, also staubige Gärtner-Equipment, Zeugs und viel stinkendes Dünner. Okay, aber halt Gartenzeugs, oder? Vielleicht so eine, wie nennt man das Ding? So eine Hake oder so? Könnte uns ja auch helfen. Hm. Tu ein 2 Meter langes Teleskop.
Was? Nein, eine teleskopische Hacke. Okay. That might help. Ja, sage ich ja. Ich nehme es. Okay, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend, dass einerseits immer noch keiner getötet wurde und andererseits wir den Raum nicht gesehen haben, wo man sich doch hier so viel Mühe gegeben hat mit dem ganzen Park. Ich hätte jetzt beinahe Garten gesagt. Ja, irgendwo ist es ein riesiger Garten. Vielleicht. Komm, geh doch einfach. Es ist manchmal ein bisschen dumm, den Bildabschnitt zu wechseln. Also es ist schön, wenn man mal einen Bildabschnitt wechseln kann, aber ich meine einfach, teilweise muss man ein bisschen Präzision zeigen. Die Täubchen sind weg. Die Vögelein sind weg. Oh, okay. Die machen sich jetzt auch auf. Es ist nämlich Schnetzelzeit in Entenhausen. Zeit zum Töten. Jetzt muss ich natürlich wieder diesen Ort finden. Und ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, ich musste hier nach links. Ja, gut. Mensch, funktioniert doch. Dann hoffen wir mal, dass es irgendwie geht und da auch was Tolles drin steht. Spitzhacke. Ja, Spitzhacke. Ich bin schon so eine Spitzhacke. This should be long enough. Ja, sollte lang genug sein. Ja, ich hab's. Geil. Oh mein Gott. Lieber Lou, ich hoffe, dich stört es nicht, aber as you and I, Moment, ich kann es nicht lesen, but as you and sent land, I and last night that you enjoy mysterious so much, I thought we'd play this little game. I hope you like this song. Ich kann ich meine hier dieses Wort. Was ist das? Land, sand, I and last night that you enjoy mysterious so much. I thought we play a game. I hope you like this song. Also sie hat das irgendwie. Aufgrund des letzten Abends hat sie jetzt gedacht, dass wir dieses mysteriöse Spiel spielen. Oder ist mysteriös ein Song? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie das wohl geplant. So können wir das Ganze zusammenfassen. Okay, schön. Und du? Ja, ich mag Mysterien. Wir haben drüber gesprochen letzte Nacht. Sie war amüsiert bei meiner Beschreibung to the 14 Times. Wieder mal ein Wort, das Google nicht kennt. Bei my Subscription. Abo? Hat er ein Abo abgeschlossen? Vielleicht ist es. Ich weiß jetzt nicht, was er will. I wonder if this constitutes. Ja, ich frage mich, ob das so normal ist in Portugal. At last I know she's. Ja, wenigstens weiß ich jetzt, dass sie im Park ist. Ich habe Schmetterlinge im Bauch. Aber bevor ich sie sehen kann, muss ich wohl weiter ihr Spiel spielen. Wer weiß, das könnte wirklich spaßig sein. Now that does she mean when she says I hope you like this song. I should take a look around. Achso, er weiß es selber nicht. Also das war auch schon so ein bisschen ein Rätsel gesprochen. Er meint, was meint sie mit was meint sie, als sie sagt, ich hoffe du magst den Song. Ich sollte mich weiter umschauen. Okay, also das heißt, ich dachte irgendwie, er hätte vielleicht letzten Abend so ein tolles Lied gehört und das sollte jetzt irgendwie metaphorisch für ein Lied stehen oder so. Aber nein, sie spricht einfach in Rätseln. Okay, gut. Dann bin ich ja beruhigt, dass ich nicht komplett versagt habe. Gut, dann packt das einfach mal weg und dann spielen wir einfach mal weiter. Das ist komisch, wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das Spiel so entwickelt. Ich dachte wirklich irgendwie so, okay, da treffen sich jetzt zwei Leute. Ich klicke ein paar Entscheidungsfreiheiten an und dann ist das Spiel vorbei. Nein, stattdessen spielen wir jetzt hier Verstecke mit einer Geistesgestörten. I'll come back here. Ja, ich komme mit Katharina zurück und so. Bla, bla, bla. Okay, gut. Also, ich hoffe, du magst den Song. Was hat sie gesagt?
Und wir müssen herausfinden, was sie damit meint. Beziehungsweise laufen wir einfach so lange weiter rum, bis wieder irgendwas Tolles passiert. Vielleicht meint sie den Song der Vögel. Vielleicht müssen wir jetzt Vögel töten oder so. Stone Objekt. Oh, das ist ein Steinobjekt. Ja, stimmt ja, die Vögel sind ja weg. Vielleicht ist ja da irgendwas. Es ist auch immer schön, wie man dann so ein bisschen Haut sieht bei ihm. War das so geplant? It's a stone, ein Steinkopf. Looks like a Roman. Ein romanischer Gott. Freshly uncovered. By the pigeons. Was ist das? Das Seltsame an dem Ding ist, dass ein A in eingraviert. Ist das ein Schatz? Bin ich jetzt reich? Ich frage Katharina darüber, wenn ich sie sehe. Oh Gott, das geht mir jetzt schon ein bisschen auf den Sack, ne? I recall, she said. Ich erinnere mich, dass sie gesagt hat, dass sie Classics studiert. Also irgendwas Klassisches ist an diesem Stein. Gut. Also da ist ein A eingraviert. Vielleicht ist hier, hat sie eine Botschaft verteilt. Oh Gott, ich würde ihr ins Gesicht schlagen. ins Gesicht schlagen. Wenn das einer mit mir machen würde. Ich würde einfach abhauen, so fuck you, ich habe keinen Bock drauf. Okay, das meint sie mit dem, magst du den Song? Ich kann Musik hören. Sehr weich. Das, muss in Verbindung mit Katharinas Hinweis stehen. Wo kommt das her? Autsch. Der Vogel! Leon S. Kennedy hat mich gebissen! Nein, Leon! Leon ist zum Zombie geworden. Das stinkt. Das, der kleine Typ muss, ja. Der Kleine muss sehr, sehr betrübt sein. Keine Sorge, Kumpel. Ja, also so langsam sollten wir uns mal um Leon S. Kennedy kümmern. Da geht's doch bestimmt rein. Nein, okay, gut. Der Schlüssel wird ja jetzt nicht irgendwie funktionieren, ne? Wir gehen dann einfach mal hier lang. Ach ja, wahrscheinlich da hinten irgendwie. Wenn man jetzt durchs Fenster schaut oder so. Vielleicht. The window, ja, es öffnet sich immer noch nicht und er sagt immer noch dasselbe. Und er meint immer noch, dass es hier nichts Interessantes gibt. Aber die Musik hört man noch. Gut. Ja, man hört im Hintergrund immer so ein leichtes so... Das bedeutet bestimmt irgendetwas. So. Zwischen diesem ganzen frohen, heiteren steckt da so in dieser Musik, in dieser Soundkulisse so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, so ein bisschen Horror drin. Wie in diesem Spiel. Hier irgendwo soll ja Horror sein. Nein. Okay, gut. Da ist die Musik ja auch weg. Das heißt, es ist nicht gut, wenn die Musik weg ist. Das heißt, kann man hier noch irgendwie... Hier ist noch ein Busch. Unless I find a machete... I find a machete. I'm going... Ja, okay, er braucht eine Machete, um da durchzukommen. Das klang so, als ob wir das dann noch später machen müssten. Aber gut. Hier vielleicht irgendwie das angucken. Nein, Graffiti... Kommt es vielleicht davon? I have no reason. Nein. Okay. Tja. Vielleicht muss ich irgendwie so diese indirekte Einladung hochhalten und dann lassen die mich rein. Ich kann das nicht mit der Tür benutzen. An dieser Tür benutzen. Ach, vielleicht hier links und rechts. Das könnte sein. It's a bit heavy pipe. I don't see need sticking my hand. Okay, da vielleicht rechts. Ja, die Musik ist hier lauter. Es muss irgendwo von der Statue auskommen. Okay. Da? Nein. Da? Nein. Hier? Muss ich jetzt irgendwo an einer bestimmten Stelle mit der Maus sein? Exit? Nein, okay.
Ja, sie kommt irgendwo von hier. Vielleicht können wir die Statue auch kaputt kloppen und dann passiert da was. Okay. Also, es hat irgendwie keine Geheimknöpfe oder so. Keine Spur von Geheimknöpfen. Das muss ja hier irgendwo sein. Stage. Vielleicht hier irgendwo. Nein. Wie er seine Hand nicht reinstecken, vielleicht damit. Das Loch ist zu klein. Muss ich jetzt was ins Loch stecken? Vielleicht dieses Foto hier? Nein. Wird wahrscheinlich die Lösung sein. Aber wir haben ja jetzt irgendwie kein Objekt dafür. Muss ich erst das Wasser da rauslassen? Vielleicht? Also das Geräusch kommt von hier, aber wenn ich dann hier hingehe, dann ist es wahrscheinlich wieder leiser. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht richtig. Und er hat ja extra gesagt, dass es hier sehr, sehr laut ist. Dass es hier irgendwo, Alter. Ich habe keine Ahnung. The Statue Gottes Gardens. Minus his head. Ja, hat ja keinen Kopf, ne? Vielleicht irgendwie hier so. Aber der wird jetzt doch nicht hier irgendwie Präzision von mir verlangen. Das wäre ein bisschen gemein. Die Sterne sind es ja auch nicht, weil er ja dann weggeht. Kann er nur dieses Loch hier anklicken, wo er ja nicht reinfassen will? Und halt diese, komplett diese Statue. Also gehe ich mal davon aus, dass wir das Wasser rauslassen müssen oder irgendwie sowas. Oder vielleicht doch den Schlüssel. I don't need to stick that. Ja, nicht reinstecken. Ich weiß es nicht. Steht hier vielleicht noch irgendwas drauf? I hope you like the song. Nö. Ja, nee, ups. Da können wir hier nichts machen. Momentan. Da stehen jetzt auch irgendwie keine Hinweise. Ich kann mir aber wirklich schlecht vorstellen, dass ich jetzt noch ein Objekt suchen muss, aber anscheinend. Man sieht das doch auch nicht, oder? Da wird ja jetzt hier nicht irgendwie so eine winzig kleine Spieluhr auf dem Bild sein. Nee, es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Wir brauchen ein anderes Objekt, glaube ich. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Dann schauen wir jetzt, ob wir irgendwas finden, mit dem wir da was irgendwie reinstecken können oder so ähnlich. Da haben wir ja hier dieses, diesen komischen Stein da. Dem wir. Moment! Now it's the time for. Ach, das ist ein Kopf von der Statue. Now is not the time, besides it looks well and truly. Da stand doch gerade. Stage your head. Okay, wieso willst du den Statuenkopf denn nicht nehmen? Er will es nicht tun, also ist es nicht relevant. Aber das würde dann irgendwie vielleicht Sinn machen, wenn wir den Kopf einfach wieder darauf. Pappen. Aber anscheinend ja nicht. Na gut. Da komme ich immer noch nicht rein. Hier irgendwas? Nein. Okay. Tja. Wir könnten nochmal schauen, ob der Gärtner da ist. Vielleicht können wir den Gärtner ja köpfen und dann den Kopf darauf pappen. Oder vielleicht ist hier noch irgendwas drinne. Scheint ja nichts weiter drin zu sein, sagt er. Er möchte immer noch planschen. Okay. Tja, gut, Leute. Also, ich bin schon jetzt ein bisschen wieder aus der Puste hier.
Ja. Shit. Also es ist halt immer so, dass dieses Problem bei solchen Spielen, man weiß halt nicht, ist man jetzt echt zu doof? Oder braucht man wirklich irgendwas? Es ist keine Zeit für die Ausgrabung. Also er will es ja auch nicht machen. Das ist ja nicht nur, es ist ja nicht so, dass er könnte, wenn er irgendwie, wenn man was Spezielles hätte oder so. Er will ja auch einfach nicht. Also kann es ja nicht die Lösung sein. Ja gut, Leute, da muss ich mal sagen, das war's heute mit Let's Play a Date in the Park. Wir werden dann mal in der nächsten Folge schauen, ob wir irgendwas finden. Moment. Ich wollte doch nach oben, nicht das Telefon benutzen. Ja, es ist immer noch tot. Ist jetzt nicht irgendwie lebendig geworden. Ich werde jetzt hier noch ein, zweimal irgendwie rumklicken und dann war's das für heute, ja. Oh mein Gott. Und wieder einmal dachte ich, das wäre ein 40-Minuten-Spiel und dann saß ich hier wieder 3 Stunden rum. Ich gehe da jetzt nochmal hin. Das wurmt mich jetzt sehr. Wir haben hier diese Pipe. Er möchte seine Hand nicht da reinstecken, weil es sehr alt und schmutzig ist. Er hat aber auch nichts außer diesen Sachen, die da nicht reinpassen. Und keine Anzeichen von Geheim-Schaltern. Komisch. Sehr, sehr komisch. Ja, nee, hat keinen Sinn mehr für heute. Leute, ich würde mal sagen, wir beenden die Folge an der Stelle. Ich mache jetzt eine Pause, spiele dann wahrscheinlich morgen weiter und dann schauen wir mal, ob wir irgendwas finden. Mein Gott, ist das alles umständlich. Alleine daran erkennt man doch schon, dass die überhaupt gar keinen Bock auf diesen Lou hat. Oder wie er da hieß. Lou, der Balu-Bär. Die verarscht uns doch, ey. Wenn es einer mit mir machen würde, ich weiß nicht, ey. Ich würde ja irgendwas an den Kopf werfen, glaube ich. Aber, ja, selbst das kann ich ja nicht machen, weil ich sie ja nicht finde. Findet ihr das in Ordnung, was die Alte da mit dem macht? Aber gut, man weiß ja nicht, was der für ein Typ ist. Er hat ja gesagt, er mag Mysterien und er hat sie ja erzählt. Also ist er im Grunde selber schuld. Ich meine, wenn er erzählt hätte, er mag es kurz und knackig, dann hätte sie wahrscheinlich bei ihm geklingelt und dann hätte sie sich ausgezogen. Also im Grunde ist er ja irgendwie selber schuld. Ach, fuck, ey. Ja, ich bin K.O. Wir sehen uns dann morgen wieder. See ya.